Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu GTA 5 mal wieder, ja, zum mittlerweile, glaube ich, 52. Mal. Egal. Ja, wow, voll der Grafikfehler gerade. Egal, in dieser Folge wollten wir, das habe ich gesagt, mal wieder diese Mission machen, ja, die, Federal Investigation Bureau, also das FIB-Mission. Und ja, komm, wir fahren da mal eben hin. Auch wenn wir uns umsonst ein Taxi nehmen könnten, das ist egal. Wir wollen noch ein bisschen Freude am Fahren haben. Und ja. Wir machen diese Mission jetzt endlich, weil wir gerade in letzter... Aua. Gerade in letzter Zeit sehr viel Sidequests gemacht haben. Und so langsam bin ich... Ist mein Reifen kaputt? Mein Reifen ist kaputt. Und ich bin euch so langsam mal wieder eine Hauptmission schuldig, wie ich finde. Mit dem Auto kann man nicht gescheit fahren. Das ist scheiße. Könnte mal wieder ein Auto kommen? Ja, aber komplett alles leer ist hier. Au. Oh. Lol. Mein Auto klebte fest. Was ist hier los? Ich muss auch mal die ganzen Rennen machen, ne? Habe ich auch schon gesagt. Naja. Kriegen wir sicherlich eines Tages mal stehen. Das ist mein Auto. Wie sie das einfach gar nicht stört. Ist mein Auto gefahren? Was? Lol, hab ich da, Alter, habe ich da eine Delle reingehauen. Das ging aber schnell. Naja. Naja. Alter, irgendwie bin ich gerade zu dumm fürs Driften. Egal, Mann. Ich muss mal ein bisschen lernen hier. Damit ich auch mal in den Rennen die Kurven besser rumkomme. So, war eigentlich... Alles klar, das war... Okay, ich war mir gerade nicht sicher, ob das Mike ist oder seine Fähigkeit war. Ach stimmt, das war ja seine Fähigkeit. Dann kann man cool um die Kurven schlittern. Das habe ich mir noch gar nicht gezeigt, ne? Das sieht nicht nur extrem cool aus, sondern hilft auch extrem. So, hier. Oh, jetzt habe ich es natürlich ein bisschen verbockt. Um besser um die Kurven rumzukommen. Hier sieht man, ne? Merkt ihr, wie gut ich hier rumkomme jetzt. Das muss man sich für die Rennen mal merken. Weil dann kann man halt seine Gegner besser abziehen, ja. Aber das habe ich gar nicht nötig, so gut wie ich immer in dem Spiel bin, ja. Kriegt er. Hat einer mitgezählt, wie viele Umdrehungen ich gemacht habe? Spult mal zurück, zählt nach und schreibt es in die Kommentare. Okay. Tool? Eine Mischung aus toll und cool. Tool. Ah! Oder einfach Leute, die zum sind, toll zu schreiben. Oder cool. Schreiben dann Tool oder Call. Wow, Alter. Hier ist aber immer der gleiche Ort, ist die Mission, Mann. Müssen wir jetzt immer hier hinfahren? Das ist ja mal super ätzend. Oh, you're good. The three cunts. Listen, we need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. Not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds. That we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're going to use this money to finance a war on our streets. And we need you boys to requisition that money for us. The bonds are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. It's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're gonna be doing pat-downs at the airport before those fucking clowns are done with us. You know, fuck you. Hey, look, man. It is what it is. Now, how the fuck we gonna get this done? I don't know. I got it. Classic Blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack them. We get some disguises, and we're golden.
We just gotta hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are, we deal with it. If and when. If and motherfucking when. I will keep my eyes peeled, General. Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Das war nicht gerade witzig, die Cutscene, wie ich so, ja, jemand ist hier korrupt. Oh, alle gucken gleich weg. Dann seid ihr nicht auch korrupt? In einer guten Weise. Oh Mann, das war wieder so klar. Tada. Konferenz. Oh. And there's an auto repair place by the airport where we can get a tow truck. What else? Oh yeah, get away. That would be nice. Get something fast and discreet. We park it off the road, a good distance from the lot. And make sure it ain't near something we'll crash into driving off. That's it. All right, man, I got you, dawg. What? Huh? I missed that. Maybe shout a little louder? Bite me. Bite me. Alles klar. Der nächste Raubüberfall, Leute. Und dafür gibt es Vorbereitungsmissionen. Das finde ich aber süß. Ein Fluchtfahrzeug. Oh Gott, ungeeignet. Fluchtfahrzeug. Ja. Da holen wir uns auch ein schön schnelles und cooles Auto. Am besten ein Kuruma. Nein. Ist der da geeignet? Nein, der ist nicht geeignet. Lol. Freut mich jemand. Kümmern wir uns doch erstmal um das Fluchtfahrzeug, oder? Das ist doch. Das wäre angebracht. Auf dem Weg dahin schon mal. Können wir den Part eigentlich nutzen und die Vorbereitung machen, weil wir haben ja wirklich nichts mehr zu tun. Wir haben noch eine Nebenmission da mit Beverly, aber ja. Pff, so viel gemacht, das kann jetzt mal ein bisschen warten. So, Fluchtfahrzeug. Wir brauchen aber ein schnelles, cooles Auto. Ich will am besten irgendeinen aus dem reichen Fitted da klauen, irgendein R8 oder so. Weil sonst ist das doof. Oder ein Mustang. Mustang wäre gut, weil der schnell ist, aber auch robust. Hm, mal gucken. Wir machen erstmal das hier. Oh, hier ist der Stripclub. Oh, der wird später auch noch witzig, ja? Muss man ja für 100% nochmal rein. Das muss ich immer noch machen. Und vor allen Dingen auch in der eigentlichen Story. So, muss ich jetzt Waffen klauen oder was? Achso, kauf 3 Overalls. Das ist aber eine... Ah ja, die Musik hören wir gar nicht. La 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 la. So, in den billigsten... Nee, sind alle gleich teuer. Nee, der ist ein bisschen billiger. Ach, schwarz. Klassisch. Juhu! Das war eine anspruchsvolle Mission, muss ich ja mal sagen. Woo! Muss ich das mal abpacken. Yeah! Kann man die jetzt ernsthaft wiederholen, die Mission? Vereinte Farben. Hä? Wenn ich unterschiedliche kaufen? Nee, es gibt keinen Sinn. Na, ist ja auch egal. So, nächste. Was brauchen wir denn eigentlich alles? Puh, weiß auch keiner, ne? Was wir jetzt alles genau... Also, einen Müllwagen brauchten wir noch. Irgendwie einen Abschlepper. Und was noch? Das andere weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Oh, die Musik will ich nicht hören. Egal. Warm. Okay, hat den Stinkefinger gezeigt. Mann, das Auto ist echt nicht cool. Trevor, hätte man ein besseres kaufen sollen. Okay, in einer Wüste braucht man vielleicht mal ein bisschen geländemäßigeres Auto, aber komm schon. Und ich will immer noch, dass das Wasser oder der Regen extrem geil in diesem Spiel aussieht. Man guckt jetzt mal an, wie der auf der Straße richtig liegen bleibt. Ich glaube, das war in der PS3-Version nicht so detailliert und gut. Aber ich kann mich auch irren. Man muss ja immer berechnen, das würde eigentlich sogar noch viel besser aussehen. Weil... Ne? Ich halt nicht auf maximaler Stufe spielen kann. Ah, das macht nichts. Also Masken kaufen genommen. Ja. Wie hier genau die Kaufmission alle kriege, ey. Gibt's doch gar nicht. Keine Maske. So, welche wollen wir? Brauchen eine coole... Schweineboy, nee. Hier, diese Katzen. Gibt's doch diese Katzen, aber gibt's die hier nicht? Hier, sieht böse aus.
Nee, die rauchenden Affen nehmen wir. Genau. Das ist cool. So, wieder schneller Einkauf. Ah, ne, Maskenball. Oh, Klischees. Ja, es. Das weiß ich doch noch nicht hier. Aber man kann sie ja wiederholen. Weil die Mission kann man wiederholen, ne? Einfach hingehen. Mal eben Sachen kaufen. Was für eine anspruchsvolle Mission. Dann könnte ich eigentlich mal Charakter wechseln, ne? Dass die anderen auch mal was beschaffen hier. Hier, Franklin zum Beispiel. Da brauchen wir mehr Spielzeit. Der hat am wenigsten bisher gemacht. Wieso spawnst du so weit weg? Was soll das? Das ist frech. Das ist nicht meine Bude. Das ist doch meine Bude. Ah. Shit. Zeigt die Uhr auf der Uhr die echte Uhrzeit an? Zeigt gar nichts an. Er zeigt einfach gar nichts an. Okay. Ist auch okay. Habe ich nichts gegen. Wir brauchen jetzt ein Fluchtfahrzeug. Wollen wir mal unseren Jester nehmen? Wollen wir so cool sein? Ja. Nehmen wir einfach den. Easy. Wenn der noch da ist. Ja. Denise, Franklin, du kommst nicht mehr nach Hause. Ich habe mir Sorgen gemacht. Habe daran gedacht, dich anzurufen. Aber du gehst nicht ran. Also habe ich mich ein wenig umgehört. Und ra... Oh. Hä? Und habe... Achso. Und dann haben wir nur rausgefunden, dass du nicht mehr nach Hause kommst, weil das hier nicht mehr dein Zuhause ist. Du wohnst jetzt in Rhinewood Hills, wo du dich hingehörst, Junge. Eine Verabschiedung wäre nett gewesen. Naja, du, damit du Bescheid weißt, ich war in der Wüste und habe da eine Ausbildung zur Trainerin für Beckenbodenübungen gemacht. Jau! Ich bin auch nicht schon so lange schwach, aber es reicht. Jetzt bin ich stark und werde führen. Und du bist schwach, nicht nur als Mann, sondern auch als Mensch. Du verlierst dich und das gefällt mir nicht. Du hast keinen Respekt. Was, wenn ich ein Frauenkunstzentrum im Haus eröffnen will? Was, wenn ich dort Beckenbodenkurse geben möchte? Oh, wie ich gerne sage, einmal Gesinde, immer Gesinde. Und genau das bist du, Junge. Ich habe meine Schwester geliebt, aber sie hat eine Menge Fehler gemacht, unter anderem dich zu bekommen. Wenn ich jetzt schön will, muss ich grenzenlose Liebe erfahren. Löschen? Ich kann so antworten. Meine Tante macht nachts mit dem Haus. Das gehört zur Hälfte mir. Veranstaltet keine Kurse und auch keine Beckenübungen. Gar nichts und sag gefälligst nicht so respektlose Sachen über meine Mutter. Sie hat nur einen Fehler in ihrem Leben gemacht und das war, dir ein Zuhause zu geben. Viel Glück mit dem Beckenboden. Die Leute haben schon immer gesagt, dass du da unten ziemlich weit bist, weil dich in deiner Jugend viele Typen ausprobiert haben. Dann verschwunden sind. Alles gut. Eignet sich das hier als Fluchtwagen? Steht da nicht irgendwas? Achso. Okay. Okay, man muss jetzt einen Ort auswählen. Ein abgelegener Ort. Okay. Oh, was weiß ich denn? Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr in die Stadt nochmal fahren. Dass es nicht so ganz abgelegen ist. Oho. Hier zum Beispiel. So, hier ist er jetzt. Ach lol, guck mal, was für eine Stelle ich gefunden habe. Guck mal, das sind, hier ganz rechts Charlie Chaplin, dann Marilyn Monroe, Elvis und den links, den kenne ich nicht. Das ist so eine, ja, so eine kleine Anspielungsstelle, ja, hier in Wynwood. Hier sind ja irgendwo die Filmstudios, glaube ich auch. Okay, Kontakte. Michael. Fluchtpunkt markieren. Hey, I got a ride for our getaway, homie. Well done. Where's it stored? Downtown Vinewood. Sagte sogar, wie geil, Alter. Downtown Vinewood. So, was war denn das hier? Bestanden. Pff, toll. Kann ich nicht mal erweitern, das Ding. Naja. Was soll man hier auch machen? Ja, das kann man ja. Hier gibt es ja nicht viel Individualismus, ja. Trackify him. At the library where we. What the fuck?
Was sind das hier? Pictures. Das sieht hier ein bisschen falsch aus. Na, das ist glaube ich nur eine Bar. Naja. Gib mir das Auto. Und ich gehe jetzt mal hier hin. Die fehlt nämlich noch. Und die andere auch. Dann können wir echt schon im nächsten Part den Heist machen, wa? Das ist ja cool, dass wir das hier alles so konsequent und schnell gemacht haben. Finde ich super. Ah, das ist die, wir neues verkackt haben. Habe ich recht? Ja, ja. Okay, sie hat Vorrecht, ist okay. Ah, Sackgasse. Gib Gummi. So, ich darf ja nicht, ich darf die ja scheinbar nicht umbringen. Sondern muss wirklich flüchten. Oh. Aus dem Weg! I'm really famous. Natürlich. So weit weg. Mann. Oh, pretty please, I can't walk home. Most men would kill for this opportunity. Nah, shit, it's cool, don't trip. But them motherfuckers back there was ready to... Sorry. Was ready to tear the meat off your ass, if you had any back there, that is. Na gut, dann machen wir die Heist-Mission, glaube ich, doch nicht mehr in dem Part. Oder halt die Vorbereitung. Kylo ein bisschen abhängen, ja, und ein bisschen Kram machen. I mostly just suck on them and spit them into a bucket, but that's still probably like 100 calories. The fuck? The media love their little Macy Jonas joke. All that, she's a skeleton, give that girl a sandwich. Lameness. Whatever, I bet they're all total hippos. When I get home, I'm like totally gonna suck all my personal trainers. Mhm. Ist ja interessant. For real? Echt jetzt? Way, are you kidding me? Doing laundry and shampooing my own hair? Ugh, horrendous. No, thank you. This is me. Thanks for saving me from those awful paps. You're such a sweetie. Woohoo. Geht es wirklich rein? Können wir reingucken? Können wir nicht mal. Die geht nicht mal rein. Oh, erstmal eine Smoken hier. Schon klar. Gut, dann haben wir jetzt die, die wir letztes Mal verkackt haben, endlich geschafft. Vor allem, ich wohne hier gleich in der Nähe, ja. Ist hier irgendwas, was man machen kann? Hm. Nicht viel. Golfen. Nee, hier gibt's irgendwie nichts in der Nähe. Kannst du zum Skistand hier fahren und das endlich mal machen, muss ich auch noch machen. Oder ein Rennen fahren, aber die sind gerade irgendwie nicht da. Und Seerennen gibt's auch noch. Ach ja, so viel Kram, den wir noch zu erledigen haben. Das ist schön. Nein, eigentlich ist es nicht schön. Dart spielen müssen wir auch noch mal. Bist du da, wa? Naja. Ist ja letztendlich auch egal. Also, der Part ist eh gleich vorbei, von daher, ja. Ein neuer Jester! Moment, den hole ich mir. Wenn schon, denn schon, ja. Ich muss irgendwann auch nochmal mit Michael ein komplettes Auto auftunen. Das werde ich auch irgendwann mal tun. Oh, der ist sogar cool. Coole Dings da drauf. Das finde ich ja super. So, wo ist meine Bude? Ich das Stück nur Hause hier.
Nee. Der Jester. Der ist cool. Ich meine, irgendein Luxusauto brauchen wir ja. Der spackt genauso ab wie dieser Dingsverschnitt da. Der Pagani-Verschnitt. So. Ach, schön, einen neuen Jester zu haben. Also, Leute, dann war's das für heute mit, LOL. Mit GTA 5. Und in der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich die letzte Heist-Vorbereitung machen, diese letzten beiden. Und eventuell auch schon den Heist. Ich muss mal schauen, ja, ich weiß nicht, wie lange das geht, aber da lässt sich was machen. Machen wir bestimmt im nächsten Part alles. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.